Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ich hatte ja gesagt, ich mache ein paar Kämpfe mit Epitaph, Mopex und Psyopatra. Hatte der jetzt auch Dragoran? Ah, den wird er sofort austauschen. Dann kann ich auch austauschen und krieg direkt einen Delegator. Mit Fake Out? Was ist Fake Out? Was ist denn Fake Out? Mogelhieb. Mogelhieb! Kann Mopex Mogelhieb erlernen? Er hat nicht ausgewechselt. Was hat er eingesetzt? Ich hab's gar nicht gesehen. Was hat er eingesetzt? Ja, aber er wird Spezialangriff gehen, ne? Er hat nicht ausgewechselt? Wieso wechselt er nicht aus? Er wird jetzt auswechseln, oder? Er hatte bestimmt eine Eisattacke, deswegen hat er nicht ausgewechselt. Jetzt wird er auswechseln, oder? Gedankengut oder Schutzschild? Ach kommt Leute, ich habe auch hier extra die Profis. Gedankengut oder Licht oder Schutzschild? Ah Mann, ihr seid echt unhilfreich. Aber der geht auf Spezialangriff, ne? Mal hören, wechselt er nicht aus. Was macht er dann? Shield. Aqua-Durchstoß. Gut, tank ich weg. Speedboost holen. Ja, hätte er ausgewechselt, dann wäre das wieder unnötig gewesen. War also ganz gut. War nicht gut jetzt. Aber jetzt mache ich auf jeden Fall Schutzschild. Ja, wenn er jetzt auswechselt. Na, keine Ahnung, vielleicht macht er das auch nicht. Macht er nicht, okay. Rollwände. Was macht das? Terra-Typ Kampf. Hallo Verni. Was war Rollwende? Na, Gedankengut. Jetzt auf noch ein CM. Was heißt CM? Karl meint, ja. Überschallknall. Das macht mir gar nichts. Ja, nicht macht mir das. Jetzt mache ich nochmal schön Schutzschild. Und jetzt hau ihn weg. Nee. Ich gehe auf plus 6. Mein Freund. Ich gehe auf plus 6, aber sowas von. Schutzschild, Abfahrt. Wenn er jetzt wechselt, riskierst du. Ach Quatsch. Nee, hau rein. Nicht. Ich will nochmal Gedankengut reinhauen. Da draußen hat eine starke Prio. Scheiße. Okay. Also Kraftvorrat, ja? Rein in die Masse! Los! Ha! Besiegt! Bam! Wie kann der mich wegschieben? Ich bin auf plus 25.000. Kraftvorrat mal 300 Schaden oder so. Soll er kommen? Komm ran hier! Ich will aber noch einen Gedanken machen. Eine Prio mit 180 Base-Attacke. Zwiebs! Farmiebs! Was können die? Können die irgendeine Prio-Scheiße? Die können diese Mieze-Kacke, ne? Ich heile mich einmal hoch mit Schutzschild. Mal gucken, was er macht. Er macht Terra, okay? Aua, die sind OP. Okay. Normal. Okay. Aber die sind ja nicht schneller als ich. Ich bin ja viel schneller. Ich bin ja speedy. Ich bin ultra schnell.
Ich bin auf plus 6 Schnelligkeit oder so. Mäuseplage, macht mir nichts. Macht mir gar nichts. Gar nichts macht mir das. Und ich könnte jetzt sogar meinen Terra-Typen wechseln auf Kampf. Soll ich es machen? Und dann Dingsbums reinhauen. Können wir kurz gucken. Guck mal da, plus 6 Init. Du musst? Wieso? Ich kann auch Kraftvorrat machen. Kraftvorrat wäre jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 220 Schaden. Kraftvorrat wären 220 Schaden. Terra-Ausbruch ist nur 80. Kraftvorrat? Oder Terra mit Kampf? Terra-Kampf? Echt? Okay. Das hat mir eben bei Dragoa nicht so gut geholfen, aber ich mach's mal. Aber es tut mir ja übel leid, ne, dass ich einfach Terra-Kampf hab, der Arme. Und er macht auf normal. Wenn er das gewusst hätte. Das Geile ist, ich habe immer noch Epitaph für Wagemut. Egal was jetzt kommt und mich killt, ich habe noch Wagemut. Bye bye. Saltigant, der Arme! Der Arme! Bye, bye! Obwohl er viel Death, ne? Vielleicht ist er auch nicht tot, aber ich gehe auf Spezialangriff. Ach, nevermind. Geil! Psyopatra ist nice. Ja, Psyopatra, du bist es. Der Strauß. Geil. Aber wieso hat er denn Delfin nicht ausgetauscht? Das würde doch voll Sinn machen, oder? Delfin voll stark. Ich spiele trotzdem Doubles. Ich spiele Doubles mit Billy. Billy liest sich da rein, da macht er uns ein Team und dann gehen wir in die Doubles. Das ist heute alles nur ein bisschen Übung. Ich habe noch nie Online-Battles gemacht. Ich habe tatsächlich auch noch nie gegen echte Menschen gekämpft. Vielleicht vor 10 Jahren mal gegen einen Freund oder so, aber das war's. Ich habe noch nie Online-Battles gemacht, deswegen lass mich erstmal reinkommen. Bisschen gucken, wie das hier so abläuft, was die Leute so machen. Ich merke schon, Dragoan wird viel gespielt wegen dieser scheiß Multischuppe. Kein Dragoan, das ist gut. Gegen Dragoan werde ich jetzt auch immer Epitaph bringen. Wagemut, weg damit. Dafür schlägst du dich schon gut. Ich habe aber auch ein brokenes Team, ne? Ich habe auch ein Team von Billy zusammengestellt bekommen, das einiges weghaut. Und danke, Nazanta. Danke, danke, danke. Du bist heute das erste Mal da? Ich kenne deinen Namen gar nicht. Knackrack. Wieso stehen die immer im Boden? Drache gegen Drache, Dreckschwanzabwurf. Wehe! Wehe, der ist schneller als ich. Da bin ich sauer. Nee, der ist nicht schneller. Der ist... Der könnte Schwerttanz machen. Macht der Schwerttanz? Vielleicht lieber Verhöhner? Wird der Schwerttanz machen? Dann hat der Scarf. Vielleicht hat er Schwerttanz. Wenn er Schwerttanz drückt, wäre Verhöhner besser. Wenn er direkt angreift wie so ein Dummi, macht mal Schwanzhoch besser. Ihr entscheidet, Verhöhner oder Schwanzabwurf. Also eigentlich muss ich für Verhöhner gehen, weil das so ein geiler Play wäre. Er wird versuchen, Schwerttanz zu drücken. Er leadet. Der wird safe Schwerttanz drücken. Ich drück Verhöhner, ist mir egal. Und wenn Lernmenge. Ich wusste es! Erstens schneller, zweitens Wutanfall. Ich krieg die Kotze.
Der ist Scarf, ja. Eben auch schon gewesen. Eben genau die gleiche Pisse. Wird er auswechseln? Kann man im Wutanfall auswechseln? Aber wieso sollte er auswechseln? Er wird nicht auswechseln. Schutzschild. Nee, er wechselt nicht aus, sag ich doch. Nee, kann er nicht. Gut. Nein, kann man nicht. Gut. Wutanfall. Sei verwirrt. Sei verwirrt! Sehr schön. Und jetzt wechsel aus. Jetzt wechsel aus, dann gibt's mir plus 4. Wechsel aus. Wechsel aus. Wechsel aus! Er überlegt lange, er wechselt aus bestimmt. Er geht nicht das Risiko mit Verwirrung. Er wechselt aus. Er greift tatsächlich an, der Sack. Wieder mit Wutanfall. Bitte triff dich selber. Ich hab auch einfach kein Glück mehr. Ich hab auch einfach kein Glück. Also das war jetzt einfach nur Bad Luck, ich sage es euch. Das war einfach nur Bad Luck. Das ist doch kacke. Mann, ey. Dass der am Anfang auch wieder schneller ist, ne? Wissen die, dass man Mopex immer am Anfang spielt? Das ist schon das dritte Mal. Das ist das dritte Mal, dass Mopex am Anfang direkt drauf geht. Wissen die das? Ich muss noch einen anderen Leader mitnehmen, so als... Das weiß man im 3 gegen 3. Aber ich bin da der Einzige. Ich habe noch keinen anderen mit Mopex gesehen. Woher soll das wissen? Klar. Ja, die wissen das. Selbst mit 6 gegen 6 ist das obvious. Und dann nehmen die auch einen Drachen, der auf Wahlschall ist. Das ist kaum eine andere Option. Das ist ja scheiße. Dann wäre doch Wahl. Da muss ich Wahlschall spielen. Ja, da muss ich Wahlschall spielen auf Opex. Damit ich schneller bin. Das ist ja voll die Kacke. Ich fahre den Commentary. So unschuldig. Ich will... Ich hab auf Epitaph schon Wahlschall. Dann... Okay. Was ist, wenn ich Mopex auf Terra-Typ Fee mache und dann kann jeder obvious Spaß mit seinem Wahlschalldrachen-Pokémon meine Eier lutschen? Xerox, wir sind ja in Deutschland. Ich verstehe dich, was du da sagst. Was haltet ihr davon? Terra-Typ Fee auf Mopex und ich bin unbesiegbar gegen Drache? Nope, ist ein nice out. Was? Bringt selten was? Das ist Unsinn. Xerox erzählt Unsinn. Den Plan, den ich habe, ist ja Schwanzabwurf raus mit Epsi, wie heißt das Ding nochmal? Kleopatra-Dingbums, den Strauß rein, Drecken Temposchub und Delegator. Dann Gedankengutor und dann Schutzschild plus 2 oder plus 3, 4. Nochmal Schutzschild und hochheilen. Und damit die Pokémon wegsweepen. Und wenn dann ein Gegner kommt, den ich nicht weggesweept bekomme, kommt nochmal Epitaph mit dem Wagemut. Und Mopex ist immer noch da und ich gewinne. Habe ich eben schon einmal gemacht. Ich mache jetzt Mopex auf Fee, das ist das Einzige.
Und Plateauschuhe hat mir bisher auch noch nicht so geholfen, muss ich sagen. Ich mach Plateau. Ich mach Fee. Das Problem ist, wenn ich es auf Fee mache und am Anfang Fee drücke, habe ich beim Strauß keine Chance auf Kampf zu kommen. Das ist doch Kacke. Dass jeder, der im Wahlschalk Drachen-Pokémon hat, killt mich. Jeder, wenn das so obvious ist. Jeder, der im Wahlschalk Drachen hat. Ich nehme 3 Fee-Pokémon noch mit. Dass er sich nicht traut, einen Drachen am Anfang zu setzen. Gib mir Fee-Pokémon. Gib mir Fee-Pokémon. Können Paradox gehen wahrscheinlich nicht, ne? Fee. Granfogita habe ich doch irgendwo, oder? Hier, Granfogita rein. Mach dich auch nach oben. Damit der nur Fee sieht. Feen sieht. Cool. Oh, Hafnir kann Superzahn. Leider kein Backel. Paradox geht nicht, ne? Ich hab keine Fee-Pokémon. Soll ich den Delfin einfach mit reinmachen als Ablenkung? Vielleicht denkt ihr dann, ich fange mit Delfin an. Hab ich hier noch ein Fee-Pokémon? Genau, Azumarill will noch rein. Fee. Zack. Ja. Und Mopex mache ich ganz nach unten. Ich versteck den. Versteck den. Guck hier so. Versteckt. Den sieht man nicht. Muschelglocke noch weg. Und rein. Er hat wieder Dragoran und Traikfalo und Olanga. Die oberen drei ist bestimmt so sein Kackteam. Und unten die drei sind hier für die Battles. Die hat er sich reingepackt. Er wird diese drei Spasten da spielen. Olanga als erstes, wieder diese Reflektor-Kacke. Oder ein Kackdrachen. Der hat ein Double-Steam. Ich bleib dabei im Mopex. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen soll. Ich könnte doch Epitaph am Anfang bringen und direkt Wagemut reinballern. Keine Ahnung. Wir bleiben mal dabei. Wenn er jetzt wieder Olanga macht, dann werde ich es diesmal ein bisschen anders machen. Hätte sich ein Lightning rangeholt und war zu kacke, um zu verstehen, dass das für Doppelte ist. Über 6 gegen 6. Leute, das ist heute das erste Mal, dass ich überhaupt Online-Battles mache. Das ist einfach mal ein bisschen reinschnuppern in die Materie. Er spielt wieder Olanga als erstes, okay. Dann hat er Prio auf diese Dingsbums-Dinger da, ne? Wenn ich jetzt Verhöhner mache, kann er nur einen machen. Und da mache ich Schwanzabwurf. Hoffentlich macht er als erstes Reflektor. Trickbetrug, was ist das denn? Gegner tauscht Items mit dem Ziel. Ich krieg Item. Ich krieg Wahlband. Ich krieg Wahlband mit Verhöhner. Das kann der sich doch nicht ausgedacht haben. Hätte ich mal Schwanzabwurf gerückt. Da drücke ich einmal nicht diesen scheiß Schwanzabwurf, ne? Ein einziges Mal. Ey, da drücke ich einmal nicht Schwanzabwurf. Du wirst direkt bestraft für so eine Scheiße. Mach einmal was anders.
Hat mein Mopex jetzt eigentlich wieder Plateauschuhe oder immer noch Wahlband? Dragoran. Dragoran direkt wegballern. Weg. Gar keinen Bock auf Dragoran. Wahlband. Ja, das wäre gar nicht so schlecht für mich. Das wäre tatsächlich gar nicht so schlecht für mich. Falls er nochmal reinkommt, macht Abschlag immer 50% mehr. Wäre okay für mich jetzt erstmal. Benne. Was? Abgangstirade. Angriff sinkt. Ist mir egal. Skalarangriff sinkt. Ist mir egal. Was kommt jetzt? Kramor. Stahlflug. Stahlflug. Wie stark ist Kampf gegen den? Theoretisch. Effektiv. Okay, wir werden mal ein paar Mal Gedanken gut ballern. Sturzflug. Ein Sturzflug auf den Delegator. Sturzflug auf Delegator. Das ist doch nicht clever, oder? Ist das nicht dumm? Er hat übel viel Defen, aber ich glaube, er hat nicht so viel Spezialverteidigung, oder? Kramor? 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 Ey, wie wird das Scheiß denn geschrieben? Kramor. Spezialverteidigung 85. Soll ich jetzt schon reingehen oder soll ich noch einmal schützen? Ich schütze mal. Vielleicht macht er nochmal Sturzflug. Macht er sich selber Schaden. Kehrtwende. Auch gut für mich. Auch gut für mich. Der wird... Kehrtwende funktioniert dann nicht. Geil. Schutzschild, Kehrtwende geht nicht. Dann wird er jetzt wieder Kehrtwende machen. Und Abgangstirade kann ich mich doch vor schützen, oder? Stimmt. Das ist sehr effektiv. Hm, egal. Abgangstirade, Schutzschild rein. Wird einer auf dich drauf bekommen. Abgangstirade. Macht Gedankengut mehr Sinn oder Schutzschild? Schnell. Was soll ich machen? Gedankengut oder Schutzschild? Falls er Abgangstirade machen würde. Würde er ja safe wieder machen. Was soll er sonst machen? Oder eine Unlichtattacke. Dann wäre Schutzschild besser. Die Frage ist, schützt Schutzschild nicht vor Abgangstirade? Ich mache ein Schutzschild, weil er auch Prio auf die ganze Scheiße hat. Seelenbruch. Okay, war gut. Das ist gut. Er will auf Angriff gehen, ich bin auf jeden Fall schneller. Seelenbruch. Wenn ich in Kampf gehe, bin ich tot. Wie hoch ist denn jetzt gerade mein plus 2? Ja, das muss reichen. Plus 2 muss reichen. Excuse me. Plus 2 muss reichen. Thank you.
Er ist schneller. Wie kann er schneller sein? Ich verstehe das Game nicht. Wie? Also das muss mir jetzt echt mal jemand erklären. Wie kann er schneller sein als ich? Mit dreifach Temposchub. Ich will eine Erklärung. Wie geht das? Tiefschlag, ist das wieder eine Prio-Attacke? Dann kotze ich. Tiefschlag. Prioritätenattacke, so eine Kacke. Da mache ich jetzt nochmal Schutzschild und heil mich. Der Kampf wurde aufgegeben. Ha! Die geben einfach auf, wisst ihr? Weil die haben Angst. Die wissen's. Die wissen, wer hier der Boss ist. Grurok und beide Legis einsetzen. Saltigant meinst du, Xerox? Sollen wir uns den gleich auch mal trainieren? Den müsste ich... Soll ich mir den auch gleich mal trainieren? Da muss man ein bisschen was dazu erklären. Der sieht Shiny gar nicht so scheiße aus, ne? Wieso sieht der Shiny nicht komplett scheiße aus? Schwanzabwurf, ich bin schneller. Ja. Danke für den Glück. Wieso hört der immer nach einem Angriff auf zu wirken, der Delegator? Hört der je... Der wird auswechseln, oder? Der ist schon plus minus 1 zweimal. Nahkampf geht auf Angriff, auf Verteidigung. Gedankengut würde mich nicht... Aber der wird auswechseln, oder? Er ist zweimal minus, er hat Angst. Er sieht ein Psycho-Pokémon, er hat Angst, er wird auswechseln. Er wird nicht nochmal auf Nahkampf gehen, weil nicht sehr effektiv. Und er hat eine Unlichtattacke, keine Ahnung. Eines Lebens. Okay. Ich mach Gedanken gut. Kehrtwende, okay. Mir egal. Fedinara. Der wird bestimmt Gena und so eine Scheiße machen. Da habe ich ja jetzt schon gar keinen Bock drauf. Ah, bei Gena, du musst belieben. Wir kennen das, ne? Dann holz ihn um. Ich habe keine Attacken zum Umholzen. Ich muss Kraftvorrat erstmal hochstecken. Spukball hat er. Er hat einen verkackten Spukball. Aber wenn ich nochmal auf plus 2 gehe, verteidigungsmäßig, kann ich den einstecken. Sehr effektiven Spukball. Mit plus 2 Def. Ich bin jetzt gerade mal auf plus 4. Das heißt, er hat 80er Stärke. Das reicht niemals. 130 Base Def. Ich kann nur versuchen. Ich kann Terra machen. Wenn er wieder Spukball macht, ne, dann ist das der Big Brain Play überhaupt. Bitte mach Spukball, das wäre so geil. Wer macht Spukball? Safe macht der Spukball. Bin verwirrt, wieso trifft mich Spukball? Erklärung, wieso trifft mich Spukball?
Ich dachte, Spukball trifft nicht auf Kampf und normal. Bin ich dumm? Wieso trifft mich Spukball? Weil Geistkampf trifft? Seit wann? Schon immer? Geist trifft Kampf. Geist trifft nur normal nicht. Das war früher nicht so. Das haben die geändert. Das war immer so. Ich bin entsetzt. Na, hoffen wir mal, dass ihn Kraftvorrat jetzt umhaut. Ich bin auf plus 2, 4, 8. 180 Damage. Ist nicht mehr Step. Das ist doof. Du musst ihn jetzt killen mit einer 180er Attacke. Ja! Ja! Aber ich hab's trotzdem überlebt. Das ist ja schon mal was. Der Play war nicht ganz scheiße. Er war nur ein bisschen scheiße. Ich wusste das nicht. Ich war voll zur Überzeugung, dass Geistkampf nicht trifft. Aber ganz voll Überzeugung. Klatscht alle mal. Wir sweepen durch das Team. Sweepaloo in den Chat. Sweepaloo. Du behältst den Step deines eigentlichen Typens. Echt? Sicher? Nee. Man kriegt den Step von dem Terra-Typen. Sweepaloo. So nämlich. Sweepaloo ist die Überschrift. Kraftvorrat. So, Psyopatrat funktioniert. Das war geil. Geil!